mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute Häuser an, die irgendwie niemand kaufen will. Wir beginnen direkt mit einem der zahlreichen Häuser von einer der berühmtesten Personen der Welt. Und zwar niemand geringerem als Donald Trump. Trump war nicht nur US-Präsident, sondern auch Immobilieninvestor und besitzt diverse Luxus-Apartments und Megavillen rund um den Globus. Aber warum will man das dann nicht haben? Boah, Digga, das ist ja ein Traum. Hier mit dem Meer, dann hast du hier deinen eigenen Zugang zum Haus, hast aber auch noch einen Pool und so Gästhäuser und so. Besonders spektakulär ist dabei eine Riesenvilla in der Karibik. Mhm. Dieses exklusive Objekt verfügt nicht nur über einen gigantischen Swimmingpool und liegt direkt am Meer. Sieht halt aus wie so ein Hotel-Swimmingpool, ne? Wir können halt auch mal ganz locker so 20 Leute chillig am Pool liegen auf einer eigenen Liege. Allerdings möchte Trump diese Villa seit einiger Zeit verkaufen. Okay. Und zwar zu einem für solche Objekte regelrecht im Spottpreis. Mhm. Ursprünglich war die Villa mit einem Preisschild von 28 Millionen Dollar. Also ich habe nur Ohr gemacht, weil ein fetter Furz kam. Die 28 Millionen, Alter, die zahlt ja aus der Portokasse. Mittlerweile ist der Preis jedoch auf unter 17 Millionen gesunken. Und dennoch zeigt weiterhin kein Käufer auch nur irgendein Interesse. Was? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, also ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wo die Karibik genau ist. Aber da will wahrscheinlich einfach niemand hin, weil es so am Arsch ist. Und das Wichtigste bei einer Immobilie ist ja die Lage. Du kannst eine Immobilie haben, die so beschissen wie noch was aussieht. Wenn die Lage krass ist, bieten dir Leute was weiß ich für, weil wenn es dir gehört, kannst du es ja verändern, wie du willst. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen liegt die Villa mitten in einem gefährlichen Hurricane-Gebiet. Zum anderen ist der Ex-Präsident größtenteils selber schuld, dass niemand dieses Haus kaufen will. Aufgrund seiner umstrittenen Politik wollen viele Interessenten nämlich nicht mit Trump in Verbindung gebracht werden. Aber gut. Also sorry, hin oder her, es geht ja um die Immobilie, nicht um Trump. Die Villa in der Karibik wird dementsprechend einem Experten zufolge vermutlich in den nächsten Jahren nicht mal mehr 5 Millionen Dollar wert sein. Was? Ey, da kriegst du hier in Hamburg einen Stellplatz in der Tiefgarage für. Weiter geht's mit einem riesigen Objekt in Italien, das man unglaublich, aber wahr, ganz umsonst erwerben kann. Was? Falls ihr nämlich schon mal davon geträumt haben solltet, eine eigene Burg zu besitzen. Das Krasseste, was ich hier gehört habe, war, glaube ich, dass Johnny Depp war es, glaube ich, dem eine komplette Kleinstadt gehört. In Italien oder so. Dem gehört irgendwie ein kleines Dorf allein oder so mit einer Kirche und allem Möglichen. Reich, mehr muss ich nicht wissen. Dann solltet ihr euch diese hier einmal ganz genau ansehen. Diese Burg mit dem Namen Castello di Blera steht nämlich ganz in der Nähe von Rom und ist momentan im Besitz der italienischen Regierung. Diese möchte die Burg allerdings möglichst schnell loswerden und zwar ganz umsonst. Aber warum? Seit Jahren wirbt die Regierung um einen Käufer, der die gigantische Festung umsonst übernehmen soll, um daraus einen Tourismus-Hotspot mit Hotel zu machen. Ja, das will wahrscheinlich niemand machen, weil niemand da wohnen will aus Grund XYZ. Es geht ja nicht darum, dass sie einfach sagen, komm, wir haben hier Wohnfläche, sogar ein Schloss, direkt bei Rom, in Italien, wir verschenken das einfach. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren Villa, die sich einfach nicht verkaufen lässt. Und das, obwohl eigentlich alles für dieses Objekt spricht. Diese Villa in den USA steht nämlich auf einem über 2 Quadratkilometer großem Grundstück und verfügt über zahllose Schlaf- und Badezimmer und hat sogar eine gigantische Eingangshalle. Aber es sieht alles aus wie ein Horrorhaus und safe gibt es auch irgendeine Geschichte zu. Weil wenn das Haus, wie das da gerade aussah, so in der Innenstadt stehen würde, hier in Hamburg oder auch in Amerika in der Innenstadt, so alles cool, aber das muss safe irgendeinen Grund haben. Der aktuelle Kaufpreis liegt bei knapp über 400.000 Dollar, was nichts für diese Gegend so gut wie geschenkt ist. Was für Gegend? Das ist ja keine Gegend, das ist eine Straße einfach nur. Aber 400.000 für ein Haus, das kriegst du fast nirgendwo mehr. Der Grund für das riesige Desinteresse ist allerdings total absurd. Okay. Und zwar sollen manche Bauarbeiter gesagt haben, dass sie in dieser Villa Geister gesehen haben. Und zwar halten viele diese Behauptung für... Das ist das gleiche Foto. Das hier ist genau das gleiche Foto wie das hier. Das ist einfach nur reingefotoshoppt. Das ist so, wie wenn hier in Hamburg einer ein überkrasses Haus machen würde, ein Architekt.
und hat dann Bauherren und alles mögliche und bla bla. Und dann denkst du ja, ich denke, ey Mensch, am liebsten will ich hier selber einziehen. Aber das Haus kostet jetzt 15 Millionen Euro. Gut, ich Photoshop hier einfach mal so ein paar Geister rein und sage ein paar Bauarbeitern, die sollen es auch sagen, dann gebe ich denen 100.000, dann kriege ich das Haus für 5 Millionen. Das ist ein Schwachsinn. Weiter geht's mit einem idyllischen Einfamilienhaus in New Jersey. Mhm. Dieses Haus ist zwar an sich nicht besonders spektakulär, jedoch erfüllt es eigentlich alle Anforderungen, die eine junge Familie an ein Haus haben kann. Okay. Es hat mehrere Wohnräume, einen schönen Garten und ist darüber hinaus... Das sieht echt cute aus. Also Real Talk, so nicht vom Stil her, aber so von der Art her stelle ich mir auch später so mein Grundstück vor. Er ist so ein großer Garten, da kann man dann überall drum rumlaufen, überall ums Haus rum. Haus steht mitten in der Mitte, sodass man niemanden abfuckt irgendwie, nicht hier direkt die Mauer nebenan hat und so. Und dann so ein schönes weißes Haus, das wäre schon cool. Um genau zu sein, kostet es momentan gerade einmal $10. Was? Allerdings lässt sich dieses Haus seit Jahren einfach nicht verkaufen. Weshalb die Kommune, der das Grundstück gehört, mittlerweile eine Belohnung von $10.000 anbietet, wenn jemand dieses Haus kauft. Zwar klingt es auf den ersten Blick sehr verlockend, ein ganzes Haus und $10.000 geschenkt zu bekommen, aber natürlich gibt es auch hier einen gigantischen Haken. Gigantisch. Seit Jahren möchte die Kommune das Grundstück nämlich eigentlich für andere Projekte nutzen. Da das Haus unter Denkmalschutz steht, können sie es jedoch auch nicht ohne weiteres abreißen. Aus diesem Grund wird... Guckt euch das doch mal an. Das ist doch voll schön eigentlich. Aus diesem Grund wird ein Käufer gesucht, der es auf irgendeine Weise schafft, das komplette Haus in einem Stück von dem Grundstück zu transportieren, ohne dass es dabei kaputt geht. Da dies quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist und für viele sich der Aufwand nicht lohnen würde, wird dieses Haus vermutlich auch noch eine ganze Weile lang leer in der Gegend rumstehen. Für die Nummer 5 bleiben wir in New Jersey und kommen zu einem ähnlich attraktiven Haus, in das aus einem extrem verrückten Grund auch geschenkt niemand einziehen sieht möchte. Sieht auch aus wie so ein Geisterhaus. Schon in der Vergangenheit. Guck mal, das sieht doch aus wie so eine Aufnahme mit den Bäumen davor und so komplett verlassen. Das ist näher. Allerdings ist bisher jeder Bewohner nach kurzer Zeit wieder ausgezogen. Der Grund dafür ist extrem unheimlich. In der Vergangenheit erhielt nämlich jeder neue Besucher anonyme Drohbriefe, die nicht nur dazu aufforderten, schnellstmöglich wieder zu verschwinden, sondern in denen auch behauptet wurde, dass niemand in diesem Haus wohnen dürfe, da dort der Geist einiger Ahnen Einzug gehalten hätte. Das ist doch so ein Schwachsinn. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren Promi-Haus, das seit Jahren massiv Das sieht so kacke aus. Und das partout keiner kaufen will. Die Rede ist von einer Villa, die jahrelang von 50 Cent bewohnt wurde. No Front schätzt sich aber auch so ein, als wäre er so jemand, der einfach sein Geld rausschmeißt und gar nicht darauf achtet, wie etwas aussieht. Sondern nur, dass es irgendwie teuer ist. 50 Cent, der mittlerweile nicht nur als Rapper, sondern auch als Buchautor und TV-Produzent erfolgreich ist, ist dafür bekannt, öfters mal mit seinem Luxus zu prahlen. Aha. Vor einigen Jahren sah dies jedoch noch ganz anders aus. Und 50 Cent musste sich einem Verfahren wegen Privatinsolvenz stellen. Ja, da hatte er nur noch 50 Cent auf dem Konto. Wie ist es aber nicht der Fall? Ja, wenn man halt einfach... den Insi-Modus aktiviert. Im Zuge dessen wurde er auch dazu aufgefordert, seine gigantische Luxusvilla in Connecticut zu verkaufen. Diese Villa hat nicht nur dutzende Räume, ein Hallenbad und einen Hallenbad. See im Garten. Und sie verfügt außerdem über ein eigenes Casino, eine Disco, ein Tonstudio und einen Basketballplatz. Das ist halt zu viel. Das würde ich nie wollen. Ich sag's euch, Leute. Egal, wie reich ich irgendwann sein sollte, mein Haus wird an Wohnfläche niemals, wirklich niemals, nicht mal annähernd 300 Quadratmeter haben. Weil mehr brauchst du nicht und auf mehr fühlt man sich einfach nur unwohl. Und wenn ich immer diese Häuser sehe, die bei Selling Sunset verkaufen oder was die Kardashians, wo die da drin wohnen oder bla bla, wo die dann so 500, 600 Quadratmeter Wohnfläche haben zu zweit oder zu dritt, das fühlst du dich doch nicht wohl. Gib mir ein schönes... Wirklich ein schönes, schönes Haus mit 300 Quadratmetern. Dann kann ich da einziehen mit Frau, zwei oder drei Kindern, noch einen Hund und dann ein riesiger Garten. Ende.
Mehr braucht man nicht. Allerdings hat es 50 Cent bis heute nicht geschafft, diese Ausnahmevilla wieder zu verkaufen. Dies liegt in diesem Fall nicht daran, dass es spukt oder er in einer unsicheren Gegend lebt. In Wahrheit möchte niemand dieses Haus kaufen, da es fernab jeglicher Zivilisation gebaut wurde. Das ist halt das Ding, was ich meinte. Lage ist das Wichtigste. Als nächstes geht's nach England, in eine Gegend, in der man tatsächlich Häuser für gerade einmal einen Euro kaufen kann. Ja, niemand will auch in England wohnen. Ist von der Gegend Cowbridge, in London, in Großbritannien. Cowbridge war ursprünglich eine Gegend, in der während der Industrialisierung tausende Menschen lebten und arbeiteten. Als nach dem Krieg jedoch mehr und mehr Fabriken stillgelegt wurden, zog es die Menschen in andere Städte. Und Cowbridge wurde allmählich zur Geisterstadt. Vor einigen Jahren versuchte die britische Regierung deshalb, der Gegend neues Leben einzuhauchen. Aus diesem Grund baute sie zahlreiche hochwertige Häuser. Aber das klappt nie. Das ist genauso wie hier, okay, das kann man jetzt vielleicht nicht miteinander vergleichen, aber hier in Hamburg mit der Hafen City, klar, das sei jetzt wahrscheinlich in einer wirklichen Geisterstadt und blau und hier Hamburg 2 Millionen Einwohner, komm, wir machen das Viertel noch ein bisschen größer, bla bla, aber das klappt nicht. Dieses künstliche Erschaffen von einer Kultur oder einem Lebensraum, so, da gibt es immer irgendwelche Dullis, die da hinziehen und so, und Hafen City ist auch wunderschön hier in Hamburg, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Du kannst nicht einfach was bauen und dann sagen, ja, jetzt wohnt ihr da. Da fühlt man sich nicht wohl, da will man nicht wohnen. Dass so möglichst viele Menschen nach Cowbridge zurückkehren werden. Damit lagen sie allerdings komplett falsch. Mein denn Reden. Bis heute wurde kein einziges dieser Häuser gekauft. Krass. Mittlerweile hat die Regierung den Kaufpreis pro Haus daher auf 1 Euro gesenkt. Stell dir mal vor, du sagst da mit deinen 5 Homies so, yo, wir sind 6 Leute, wir würden 6 Häuser kaufen, jeder zahlt so 1 Euro? Und dann könnt ihr das alle paar Wochen mal hinfahren. Jeder macht in seinem Haus eine eigene Party, man reißt so alles ab. Das ist ja geisteskrank, aber wahrscheinlich werben die nur damit, das ist so wie mit so Mobilfunkverträgen. Sie zahlen nur 1 Euro im Monat, aber dann 1 Euro fürs Handy, aber dann zahlt man halt im Monat nochmal voll viel oder so. Auf der Nummer 2 kommen wir nun zu einer gigantischen Villa, die für viele die Anforderungen eines absoluten Traumhauses erfüllt. Dieses Riesenhaus namens Granite Loma liegt in Michigan, direkt am Oberaa-See, also dem zweitgrößten See der Welt. Es hat unter anderem 23 Schlafzimmer, Whirlpools auf dem Balkon, separate Apartments und sogar einen eigenen Schiffsanlegeplatz. Vor einigen Jahren wurde dieses exklusive Objekt für 40 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Die Sache ist, das sah gerade so aus, als wäre das nur so ein Meter über dem Meeresspiegel dort von dem See. Das heißt, das wird safe von der Klimaerwärmung richtig getroffen sein und das wird es in ein paar Jahren einfach nicht mehr geben. Deswegen sinkt es nur, deswegen will das keiner haben. Die Gründe dafür sind vollkommen unterschiedlich. Zum einen ist vielen die Einrichtung viel zu unmodern. Es würde Millionen kosten, die dutzenden Räume von ihren mittelalterlichen Artefakten zu befreien und dort moderne Technik einzubauen. Darüber hinaus liegt Granite Loma extrem weit außerhalb. Es dauert unglaubliche 3,5 Autostunden, um vom Haus in den nächsten halbwegs großen Ort zu fahren. Sorry, aber wie konnte denn jemals jemand 40 Millionen Dollar dafür bezahlen? Last but not least kommen wir zum Abschluss dieses Videos noch zu einer Frau, die tatsächlich den Mut hatte, eines der Häuser zu kaufen, die aufgrund verschiedenster Mängel extrem billig sind. Die Amerikanerin Betsy Sweeney kaufte nämlich 2020 ein riesiges Haus, das für gerade mal 18.000 Dollar angeboten wurde und extrem heruntergekommen war. Vor einiger Zeit wurde sie jedoch von der YouTuberin Monica Church besucht, die sehen wollte, wie es sich in einem so billigen Haus lebt. Betsy Sweeney zeigte ihr dann ihr ganzes Haus, das sie aktuell für ca. 160.000 Dollar renoviert. Das ist aber das Ding, ne? Das ist ja auch meine Vorgehensweise so ein bisschen. Einfach Immobilien kaufen, die zwar eine ultra gute Lage haben, aber irgendwie ein bisschen am Arsch sind, weil viele Leute verstehen nichts von Immobilien oder gar von Architektur oder Innenarchitektur oder genereller Raumgestaltung, egal was. Und dann einfach das Ganze renovieren und dann einfach für keine Ahnung wie viel verkaufen, weil viele Leute wollen sich diesen Stress nicht antun, etwas zu renovieren, die wollen direkt was Perfektes kaufen und viele sehen auch nicht, wenn eine Immobilie, da sehen die den Grundriss und sehen dann, wie das aussieht von drinnen und denken sich so, okay, dafür wollen die 500.000 Euro, dann renovierst du das halt für 100.000 Euro, kannst es für 2 Millionen verkaufen und es gibt so viele Leute, die dann sagen, ach krass,
das habe ich zwar schon vor einem Jahr gesehen hier bei Immobilien Scout, aber irgendwie ist das eine komplett neue Wohnung. Kaufe ich. Das ist halt das Einfachste, was du machen kannst. Laut ihr war es zwar ein extremes Risiko, ein so billiges Haus zu kaufen, da die ganze Sache natürlich einen großen Haken hatte. Mittlerweile bezeichnet sie ihre Investition jedoch als beste Entscheidung ihres Lebens. Ja! Überleg mal, die hat dann, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber irgendwie 18.000 fürs Haus gezahlt, jetzt mal irgendwie 150.000 für die Renovierung, lass da nochmal ein bisschen mehr sein, lass insgesamt mal 200.000 sein, was sie gezahlt hat. Sie kann doch das Haus easy für das Doppelte dann wieder verkaufen. Das ist ja eben das Ding. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ich werde wahrscheinlich niemanden ansprechen, der diese Möglichkeit hat, also ich will jetzt nicht zu tief stapeln bei euch, aber ich denke, viele von euch gehen noch zur Schule oder keine Ahnung was, machen sich da keine Gedanken drüber. Wenn ihr die Möglichkeit habt, niemals irgendwie einfach Geld verbrennen, versucht wirklich euer Geld zu investieren. Das ist gerade in aktuellen Zeiten extrem wichtig, wo das Geld immer weniger wert wird aufgrund der Inflation etc. Blablabla. Ich glaube, viele von euch informieren sich auch schon darüber. Es legen so viele Leute wie noch nie auch an der Börse ihr Geld in Aktien an und so. Aber wirklich, schmeißt das Geld nicht aus dem Fenster. Macht euch früh genug Gedanken und euer späteres Ich wird euch danken. Und damit beende ich auch das Video, denn ich habe wieder viel zu viel gequatscht.